Wir werden hier vier wichtige Lehrsätze bezüglich Ableitungen kennenlernen. Der erste, der Satz von Roll. Dieser Lehrsatz wird so genannt zu Ehren des französischen Mathematikers Michel Roll. Der Lehrsatz besagt, wenn eine Funktion f stetig ist in einem geschlossenen Intervall ab und ableitbar ist im offenen Intervall ab, und wenn zusätzlich gilt, dass f von a dasselbe ist wie f von b, dann gibt es mindestens eine Zahl c im offenen Intervall ab, so dass f' bei dieser Zahl c 0 ergibt. Wir werden diesen Lehrsatz beweisen und dazu unter zwei Fällen unterscheiden. Stellen wir uns im ersten Fall vor, die Funktion f sei konstant in diesem geschlossenen Intervall ab. Dann ist f automatisch ableitbar im offenen Intervall ab. Die Ableitung dieser Konstante ergibt immer 0. Und automatisch ist auch das Bild von a genau dasselbe wie das Bild von b. Da die Ableitung einer Konstante immer 0 ergibt, haben wir f' von c gleich 0 für alle c-Werte in diesem offenen Intervall ab. Da alle c-Werte das hier erfüllen, sind wir sicher, dass es zumindest einen c-Wert gibt, für den f' von c 0 ergibt. In dem Fall, wo die Funktion konstant ist, ist der Satz also bewiesen. Jetzt schauen wir den zweiten Fall, wo sie nicht konstant ist. Ich zeichne hier mal so eine Funktion. Diese Funktion ist stetig in dem geschlossenen Intervall ab. Sie ist ableitbar im offenen Intervall ab, denn an jedem Grafikpunkt des offenen Intervalls ab gibt es eine Tangente und das Bild von a ist hier gleich zum Bild von b. Übrigens, wieso kann eine Funktion nur in einem offenen Intervall ableitbar sein und nicht in einem geschlossenen? Das kommt von der Definition der Ableitung selbst, denn eine Ableitung wird definiert als beidseitiger Grenzwert. Wir können hier also die Ableitbarkeit bei a nicht überprüfen, weil die Funktion nur rechts von a definiert ist. Links ist sie gar nicht definiert. Dann können wir auch nicht schauen, was der Grenzwert links macht. Ableitung ist also ein beidseitiger Grenzwert. Aus diesem Grund können wir bei a die Ableitbarkeit nicht überprüfen, so wie auch bei b nicht. Der Grenzwert vom Differenzenquotienten kann nur links von b überprüft werden und nicht rechts, weil die Funktion rechts von b gar nicht definiert ist. Wir behalten also, ableitbar kann eine Funktion immer nur in einem offenen Intervall sein. Kommen wir zurück zum Satz von Roll. Also wenn f nicht konstant ist in dem geschlossenen Intervall ab, dann muss f mindestens einen Hochpunkt oder mindestens einen Tiefpunkt im offenen Intervall ab haben, weil die Funktion ja stetig ist. An solch einem Hoch- bzw. Tiefpunkt ist die Funktion ableitbar, denn sie ist ja ableitbar im ganzen offenen Intervall ab. Die Funktion ist also an so einem Hochpunkt ableitbar und die Ableitung beim Hochpunkt muss also 0 sein, weil die Tangente an einem Hochpunkt horizontal ist. Hier gilt also, für diese Zahl c ist die Tangente horizontal. Ihr Steigungsfaktor muss also 0 sein. Und der Steigungsfaktor dieser Tangenten, das ist genau f' von c. Somit wissen wir also, in diesem offenen Intervall ab gibt es mindestens diese Zahl c, an der f' 0 ergibt. Unser zweiter Fall ist somit auch bewiesen. Übrigens, in dieser Zeichnung hier gibt es auch noch den Tiefpunkt,
Also auch am Tiefpunkt wird die Tangente horizontal sein. Ich versuche das mal so einzustellen hier. So ungefähr, noch nicht. So, so. So ist die Tangente horizontal, also ungefähr. Und f' von dieser Zahl c ist auch 0. Schalten wir die Zeichnung weg und machen Platz für den zweiten wichtigen Lehrsatz, der Mittelwertsatz der Differentialrechnungen, kurz der MDR. Nein, für die Französischsprachigen, MDR heißt hier nicht wie in WhatsApp Morderir, sondern es ist der Mittelwertsatz der Differentialrechnungen. Auf Französisch nennt man diesen Lehrsatz Le Théorème des Accroissements Finis und kürzt ihn mit TAF, Le TAF, ab. Der Mittelwertsatz der Differentialrechnungen besagt, wenn eine Funktion f stetig ist in einem geschlossenen Intervall AB und ableitbar ist im offenen Intervall AB, dann gibt es in diesem offenen Intervall AB mindestens eine Zahl c, die so ist, dass f' von c gleich zu diesem Bruch ist. F von b minus f von a geteilt durch b minus a. Was heißt dieser Lehrsatz? Zeichnen wir mal solch eine Situation. Wir haben hier eine Funktion f, die ist stetig in diesem geschlossenen Intervall AB und auch ableitbar in diesem offenen Intervall AB, denn an jedem Punkt des Graphen gibt es eine Tangente, außer natürlich an den zwei Endpunkten A mit Koordinate AF von A und B mit Koordinate BF von B. Der Lehrsatz besagt, unter diesen Bedingungen gibt es irgendwo in diesem offenen Intervall AB eine Zahl c, für die f' von c gleich zu diesem Bruch ist. Dieser Bruch, das ist nichts anderes als die Steigung von dieser Magenta-Strecke hier. Denn die Steigung von dieser Strecke ist ja definiert als Ordinate f von b minus Ordinate f von a geteilt durch Abszisse b minus Abszisse a. Das ist genau der Bruch, der hier steht. Dieser Bruch ist also die Steigung von dieser Magenta-Strecke AB. Das f' von c, das ist der Steigungsfaktor der Tangenten am Grafikpunkt mit Abszisse c. Also das f' von dieser Zahl c, das ist der Steigungsfaktor dieser Tangente. Hier steht nur, dass in dem offenen Intervall AB irgendwo eine Zahl c sein muss, für die der Steigungsfaktor der Tangenten gleich ist zum Steigungsfaktor dieser Strecke AB. Ich versuche das hier mal so einzustellen. Ich versuche jetzt c so einzustellen, dass der Steigungsfaktor der roten Tangenten gleich ist zum Steigungsfaktor der Magenta-Strecke da. Das ist so ungefähr, das war so ungefähr der Fall. So. So ist der Steigungsfaktor der Tangenten gleich zum Steigungsfaktor dieser Magenta-Strecke AB, denn die beiden sind ja parallel zueinander. So gesehen erscheint dieser Lehrsatz evident. Übrigens, es gibt noch eine zweite Zahl c in dieser Zeichnung, und zwar da ungefähr. F' von dieser Zahl c ist der Steigungsfaktor dieser Tangenten, und da diese Tangente parallel zur Strecke AB ist, haben die beiden denselben Steigungsfaktor. Wir werden diesen Lehrsatz trotzdem analytisch genau beweisen, und zwar indem wir diese Hilfsfunktion zur Hand nehmen. Wir definieren die Funktion g so, g von x ist gleich zu all dem da. Wie kommt der Mensch auf so eine Funktion? Diese Funktion drückt eigentlich für diese Zahl x die Zahl von da bis da aus. Diese Zahl, das ist das g von diesem x-Wert. Ist aber hier nicht so wichtig, woher diese Funktion kommt, sondern diese Funktion wird helfen,
diesen Lehrsatz zu beweisen. Wir werden hier den Satz von Roll einsetzen. Diese Funktion g erfüllt nämlich die drei Bedingungen von Roll. Diese Funktion g ist stetig im geschlossenen Intervall ab, weil f es ist. Diese Funktion g ist ableitbar im offenen Intervall ab, weil f es ist. Und g von a ist dasselbe wie g von b. Es ist sehr leicht zu erkennen, dass g von a 0 ergibt und g von b auch. Also sind sie gleich. Die drei Hypothesen vom Satz von Roll sind erfüllt. Und durch den Satz von Roll können wir also schlussfolgern, dass es im offenen Intervall ab mindestens eine Zahl c geben muss, sodass g' von c 0 ergibt. G' von x erhalten wir, indem wir diese Funktion ableiten. Diese Ableitung ergibt das da. Das ist schnell gemacht. G' von x ist das. G' von c erhalten wir also, indem wir hier drin x durch c ersetzen. Und daher wissen wir, dass g' von c diese Zahl sein muss, die aber gleichzeitig 0 ist. Jetzt brauchen wir in dieser Gleichheit nur noch diesen Bruch rechts rüber zu setzen und haben unsere These. Ein dritter sehr wichtiger Lehrsatz ist eine Erweiterung des MDR. Der besagt wiederum, wenn zwei Funktionen f und g stetig in einem geschlossenen Intervall ab sind und ableitbar sind im offenen Intervall ab, und wenn g' in diesem offenen Intervall ab nicht 0 wird, dann gibt es in diesem offenen Intervall ab mindestens eine Zahl c, für die diese zwei Brüche gleich sind. Auch diesen Lehrsatz werden wir beweisen. Der Beweis ist ähnlich aufgebaut wie der vom MDR selbst. Und zwar, wir basteln uns wieder eine Hilfsfunktion, diese da, und überprüfen anhand dieser Funktion die Hypothesen von Roll. Diese Funktion h ist stetig im geschlossenen Intervall ab, weil f und g es sind. Und diese Funktion h ist ableitbar im offenen Intervall ab, weil f und g es sind. Es gilt auch für diese Funktion h, dass h von a dasselbe ist wie h von b, denn man hat sich sehr schnell davon überzeugt, dass beide Werte gleich 0 sind. Also sind sie gleich. Durch den Lehrsatz von Roll dürfen wir dann wieder schlussfolgern, dass es mindestens eine Zahl c im offenen Intervall ab gibt, bei der h' 0 wird. H von x ist diese Funktion. H' von x ist also die Ableitung, die wir finden, indem wir das Ganze hier ableiten. Ist gemacht. H' von x ergibt diese Funktion von x. H' von c erhalten wir also, indem wir hier drin x durch c ersetzen. Und dieses h' von c muss auch gleich 0 sein. Also ist dieser algebraische Ausdruck gleich 0. Indem wir jetzt f' von c rechts rüber setzen, erhalten wir die Gleichheit von diesen zwei Zahlen. Und jetzt teilen wir noch durch g' von c und somit haben wir die These gefunden. Übrigens, wir dürfen ja durch g' von c teilen, da g' im offenen Intervall ab ja nicht 0 wird. Diese Erweiterung vom MDR dient hauptsächlich dazu, den Lehrsatz von de L'Hôpital zu beweisen. Der Mann hieß effektiv Guillaume de L'Hôpital und nicht Guillaume de L'Hospital. Der Lehrsatz besagt, wenn zwei Funktionen f und g ableitbar sind in einer Umgebung von a und die Ableitung von g in dieser Umgebung von a nicht 0 wird, und wenn zusätzlich der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, von f von x auf g von x zu dieser Unbestimmtheit 0 auf 0 führt, dann kann man diese Unbestimmtheit
durch diese Gleichheit beheben. Dann ist nämlich der gesuchte Grenzwert gleich zum Grenzwert, wenn x gegen a strebt, von f' von x geteilt durch g' von x. Vorsicht, hier handelt es sich effektiv um den Bruch f' von x geteilt durch g' von x und nicht um den Bruch f von x geteilt durch g von x prim. Es ist nicht so kompliziert. Vorsicht bei diesem Fehler, der kleine Professor weist darauf hin. Wenn es diese Formel wäre, dann wäre der Grenzwert viel komplizierter. Nein, in der Formel von de L'Hôpital ist es einfach f' von x geteilt durch g' von x. Schauen wir zuerst einmal in einem Beispiel. Dieser Grenzwert führt zur Unbestimmtheit 0 geteilt durch 0. Die Ableitung von dem Nenner, das ist 2x. 2x wird in der Nähe von 2 nicht 0. 2x wird nur 0 bei 0. In einer kleinen Umgebung von 2 ist die Ableitung vom Nenner g' also nicht 0. Wir sind hier unter den Hypothesen vom Satz von de L'Hôpital und dürfen diese Unbestimmtheit beheben, indem wir Zähler und Nenner ableiten. Wir leiten den Zähler ab, das macht 2x minus 5. Wir leiten den Nenner ab, das macht 2x. Und suchen jetzt den Grenzwert von diesem Bruch. Wir ersetzen jetzt einfach x durch 2 und finden minus 1 Viertel. Die Unbestimmtheit ist so auf sehr einfachem Wege behoben worden. Beweisen wir diesen Satz von de L'Hôpital. Zuerst einmal, die Funktionen f und g sind beide ableitbar in einer Umgebung von a. Also sind sie da auch stetig. Da Limes, wenn x gegen a' von f von x nach 0 führt, muss diese 0 das Bild von a sein, wegen der Stetigkeit von f in der Umgebung von a. Dasselbe für g. Limes, wenn x gegen a' von g von x, das muss g von a sein, weil g ja stetig ist in dieser Umgebung von a und somit, da das auch 0 ergibt, muss g von a auch 0 sein. Also diesen Bruch f von x auf g von x dürfen wir ersetzen durch diesen Bruch, weil f von a und g von a ja 0 sind. Durch die Erweiterung vom MDR wissen wir, dass es im offenen Intervall von a bis x mindestens eine Zahl c geben muss, für die diese zwei Brüche hier gleich sind. Aus diesen beiden Erkenntnissen können wir nun schließen, dass der Grenzwert von diesem Bruch, wenn x gegen a strebt, nichts anderes ist als der Grenzwert von diesem Bruch, wenn x gegen a strebt. Und da ja die Zahl c streng zwischen a und x liegt, wenn x gegen a strebt, muss demzufolge die Zahl c auch gegen a streben. Nochmal, da x gegen a strebt, muss c auch gegen a streben, weil diese Zahl c sich ja streng zwischen a und x befindet. In der kleinen Animation hier können wir es deutlich erkennen. C befindet sich streng zwischen a und x und wenn x dann gegen a strebt, dann muss C zwangsläufig auch gegen A streben. Also können wir hier draus schlussfolgern, dieser Grenzwert, zuerst mal dieser Bruch ist ja gleich zu diesem Bruch, also ist der Grenzwert, wenn X gegen A strebt von diesem Bruch, der Grenzwert, wenn X gegen A strebt von diesem Bruch und wenn X gegen A strebt, muss C auch gegen A streben. Also ist das dieser Grenzwert. Hier drin können wir jetzt die Variable c wieder ersetzen durch unsere gewöhnliche Variable x und finden somit die These von diesem Lehrsatz. Übrigens, der Satz von de L'Hôpital, der ist auch gültig, wenn dieser Grenzwert zur Unbestimmtheit unendlich geteilt durch unendlich führt. Er ist sogar gültig, nicht nur wenn x gegen eine Zahl strebt, sondern auch wenn x gegen unendlich strebt.
Das ist der vollständige Lehrsatz von de l'Hôpital. Übrigens, de l'Hôpital hat diesen Lehrsatz gar nicht erfunden und auch nicht bewiesen. Das war der Schweizer Mathematiker Johann Bernoulli. Bernoulli hat diesen Lehrsatz an de l'Hôpital verkauft und de l'Hôpital hat ihn dann veröffentlicht. Das führte aber nicht zu einem großen Streit zwischen den beiden. Einen riesigen, jahrzehntelangen Streit hat es gegeben zwischen diesen beiden großen Wissenschaftlern. Die beiden haben einen jahrelangen Streit geführt über die Frage, wer hat denn die Differentialrechnungen, das heißt im Grunde die Ableitungen, erfunden. Newton hat sie erfunden unter dem Begriff Fluktionen, sehr kompliziert. Leibniz hingegen hat die Ableitungen in diese Form geschrieben, die heute noch in den Wissenschaften gebraucht wird. Eine Ableitung f' schreibt Leibniz so, df auf dx. Wir lesen die Ableitung von f gegenüber der Variablen x. Diese Schreibweise erinnert stark an eine Differenz von f-Werten, f von x minus f von a, geteilt durch eine Differenz von x-Werten, x minus a. Diese Schreibweise für eine Ableitung erinnert sehr stark an die Definition der Ableitung selbst und ist effektiv sehr praktisch in vielen Rechnungen.